Willkommen, Leute. Willkommen zurück, wollte ich sagen. Zurück zu Divinity Original Sin. Wir haben am Ende der letzten Folge, hier lag eine ganz epische Muschel und die haben wir zurück ins Meer geworfen. Und sie hat uns einen epischen Schatz geschenkt. Genau, was war denn der Schatz nochmal? Der Ring hier? Der Kuss der Meerjungfrau mit plus 9 LP und plus 11% Wasserresistenz. Ey. So, dann den gebe ich einfach mal dir. Was kann der Helm? Zack. Ach so, ja, ich hatte ja einen Helm gefunden. Minus ein Charisma plus ein Glücksbringer. Minus 3 Sicht, minus 3 Gehör, minus Immunität gegen geblendet. Ist das quasi so eine Schweißermaske oder sowas? Die Brille ist eine Brille. Ja, die von einem einfallsreichen Racker konzipierte, unhandliche Brille aus einem Fernreich diente dazu, in Erdspalten zu spähen. Setze sie in der normalen Welt auf und du tauchst in tiefste Dunkelheit ein. Allerdings hat das extrem seltene Material, aus dem die Brille hergestellt ist, Palmerit, eine gigantische Nebenwirkung, Glück. Ah, cool. Glück plus 1, ja toll. Ja, ich muss ja nicht auf dich warten. Nee, musst du nicht. Aha, so funktioniert das. Ist ja cool. Wie kannst du deinen... So, wie kannst du den Ring angelegt. Ach, hier Ausrüstung, ne? Ah ja. Ja, einfach Ausrüstung, Inventar habe ich hier. Habe ich eigentlich irgendwas? Ich habe eine Schaufel. Hä? Backe Kuchen. What the fuck? Was ist das denn jetzt? Hä? 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 Wie? Was zum Teufel? Ist das gewollt? Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, oder? Ja, oder es ist gewollt und das ist einfach die Eigenschaft der Brille. Wir sehen nichts mehr. Zieh's mal wieder aus. Ausziehen. Das ist gewollt. Es kann nicht gewollt sein. Doch, man sieht da nichts mehr. Aber es sieht voll kacke aus. Das ist die Matrix-Brille. Dann sehen wir einfach den Code. Ja. Oh Mann. Wir sehen den Code und nichts anderes mehr. Und dann können wir uns durch die Gegner können wir einfach durchfassen, so, weißt du? Ja, und können ihre Basis zerstören. Ja. Und sie umschreiben. Wir räumen sie einfach von innen heraus auf. Ja, so, ja und, wir wollten in den Dungeon gehen. Genau, wie in der letzten Folge versprochen, gehen wir jetzt hier nach rechts in diese kleine Abzweigung in den Dungeon. Ich bin reingegangen und du bist draußen geblieben. Finde ich aber auch interessant, dass ja, das so funktioniert. Ja, das ist echt so. Öffnen, verschlossen. Verschlossen. Ah, so geht das jetzt. Wo ist die Kiste hin? Ich habe sie mir in die Tasche gesteckt. So. Also habe ich halt wirklich. Oh Mann. Sie ist wirklich da. Cool. Öffnen. Man kann nichts geben. So. Verschlossen. Ursprünglich wollte ich mit dem Ding. Hier, ich wollte sie auf. Ich wollte es aufheben und nicht bewegen. Ach so. Achso, du hast selbst eine Aktion noch. Ja. Ja, hau doch nochmal zu. Mach du nochmal. Zack. Kampfmesser, Einhandwasser und ein Giftpfeil. Ah ja. Ja, Giftpfeil. Den nehme ich. Kannst du ja mitnehmen. Weil dann kann ich jetzt im Voraus schon sagen, dass ich mich neben dem Nahkampf noch so ein kleines bisschen dann auf... Also nicht so komplett, aber so ein bisschen will ich dann auch mit Bögen, beziehungsweise vorzugsweise möchte ich eine Armbrust haben, dass ich damit halt umgehen kann auch. So dass du dann Krieger-Magier bist und ich so Krieger-Fernkämpfer. Okay. Also finde ich eigentlich ganz cool so die Kombi. Ja, Magier ist ja auch so halbmäßig Fernkämpfer eigentlich. Oh, was haben wir hier? Niederschlagspfeil. Schriftrolle des Mitternachtsöls. Sehr gut. Stamm. Ich nehme mal einen Holzstamm mit. Wieder ein Wasserballon.
Dampfwolken-Pfeilspitze, cool. Ich kann einfach mal alles durchsuchen. Erste Truhe hier. So. Nix drin. Nein, die wollte ich. Auch nix drin. Gut. Careful! There's a mine in the middle of our park. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. Better to detonate that mine safely than trip over it myself. Oh, ich hab mich trotzdem getroffen. Aber egal, das macht nichts, denn ich hab ein Heal. Ein Heal. Oh, wir sind wieder gesplittet im Screen. Oh, ganz kurz hier. Egal, ich mach grad nichts Interessantes, ich heile mich gerade nur selbst. Ja, ich muss hier grad nur kurz mal meine Sachen ausrüsten. Ich die Mine gesprengt habe. So. Öffnen. Ein Giftfläschchen. Und eine Weinflasche. Herzen benutzen. This seems to be broken. Wo ist denn die Weinflasche? Ach, hier. Giftfläschchen, cool. Ich hab Giftfläschchen gefunden. Hab ich auch gerade. Und hier habe ich den Grabtruhenschlüssel. So. Nein. Nein. Oh, ist noch eine Kiste. Da. Under lock and key. Gealterte Robe. Die schmeiß ich aufheben an kann nichts geben. Die schmeiß ich dir mal ins Inventar. Boah, die Kiste ist aber hart hier, ey. Ja, es gibt hier aber überall Dietriche. Liegen hier ein paar rum. Ja? Ja. Man kriegt auf jeden Fall alle Truhen hier auf, das weiß ich. Ich könnte die auch einfach anzünden. Ja, vielleicht verbrennt es aber auch dadurch den Inhalt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall brennt sie jetzt erstmal. Irgendwo. Fliegenpilz. Achso, du hast mir eine Robe gegeben, ne? Guck ich mir mal. War das die Truhe, die du angezündet hast hier? Ja, die brennt ja noch, siehst du da. Ja, liegen Dietriche direkt daneben, aber naja, jetzt brennt sie nicht mehr. Oh, okay. Ja, dann mach sie mal auf. Oh, die Robe ist echt doppelt so gut. Mehr als doppelt so gut, die sieht aber nicht so. Boah, ich bin Obi-Wan Kenobi, guck mich an. Cool. Voll geil. Nice. Ja, kriegst du hin. Benutzen. Mach mal Schlossknacken. Ja, richtig. So ging das. So ging das. Geöffnet. Und direkt eine Stoffkappe dazu. Oh, cool. Ahn kann nichts geben. Und eine Pfarrhangpflanze. Naja. Ob ich die Stoffkappe auch aufsetze, ist die Frage. Oh, jetzt ist er richtiger Jedi-Meister. Ah, sieht man noch ein Schild habe. Ey. Schild. Naja, wieso nicht? Why not? Es gibt auch Laserschilde. Es kann nämlich nur Laserschwerter geben. Ja, stimmt, die Dings hatten ja Laserschilde, ne? Die. Wie hießen die nochmal? Gungans. Die Gungans, die haben Laserschilde gehabt. Geschlossen. Geschlossen. Warte, ich mach auf. Warte. Ich hätte doch einfach noch einmal zuschlagen können, aber naja. Ja, aber davon geht auch dein Schwert kaputt, wenn du das öfter machst. Feuerresistenz krank, immer. Okay, danke. Wenn du öfter irgendwas auf irgendwas draufschlägst, dann geht ja dein Schwert kaputt. Ja, wenn ich öfter auf die Feinde draufschlage, geht das Schwert auch irgendwann kaputt. Ja, dann gehen die Feinde kaputt. Ah, ne, das war noch nicht... Ja, ich falle da jedes Mal drauf rein. Ja, das ist... Das fünfte Mal, dass wir es gemacht haben. So, warte kurz. Fliehen. Nö. Wir haben die ganze Zeit diese Wasserballons gefunden. Und die können wir jetzt einfach mal hier, weil der Boden nämlich brennt. Ah, Wasserballons. Einfach mal da hinwerfen. Coole Idee. Zack. Platsch. Jetzt können wir da oben lang. Jetzt können wir hier wieder lang gehen. Holen. Boah. Huch. Ich brenne. Egal, ich heil mich mal. Da. Ah, ja. So, bin wieder voll schön. Ja, hier werden ja auch die... Wasser. Wir können es nicht bewegen. Wir haben beide nicht genug Stärke. Oh, okay. Hier oben ist noch eine Kiste, ne? Ah, ich gehe da selber hin. Ja, mach mal. Ich guck mal hier unten. Ja, glaube ich, eine Angel oder so. Vase mit Flüsterholz. Was? Ah, jetzt ist hier. Ach, da ist die Angel. Ich habe eine Angel. Fallen entschärfen. Oh, du kannst Fallen entschärfen? Ja, ich habe hier so ein Fallenentschärfungsgerät gefunden. Ein Fallenentschärfungsgerät? Eine Schriftrolle ist Feuerball. Warte, die kann ich dir gleich mal geben. Jetzt ist hier wieder eine verschlossene Truhe. Hast du noch einen Dietrich?
Nein. Hat dieses Skelett vielleicht Dietrich? Kampfmesser? Das hat ein Kampfmesser. Du bist oberhalb von uns. Klar. Ja, da links hoch jetzt. Da vereinen wir die Bildschirme mal wieder. Bildschirme, fein! Fasten tighter than the treasury. Öffnen, verschlossen, Schnoss. Schnoss. Sortier mir das doch bitte mal. So, sehr schön. Kerzen. Kampföl. Ich könnte schwören, für dieses Ding gibt es auch einen Schlüssel. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass es hierfür einen Schlüssel gab. Aber wo war dieser? Huch, nein, das wollte ich nicht. Eventuell dort unten? Ja, das kann gut sein. Da oben habe ich. Hier oben ist Gift. Ich öffne da nochmal ein. Oh, Gift kann ich gleich wegmachen. Okay. Komm ich gleich. Es könnte nämlich sein, dass es dann hier ist. Ja. Ja, dann geh du mal nach da unten. Wo ich jetzt freigemacht habe, dann. Das Gift kann ich nämlich mit meinem Feuerzauber nämlich einfach anzünden und dann explodiert das. Ah, cool. Dann durchsuche ich unten mal. Hier mal Geheimnisse der Schriftrolle, okay. Band 1. Vielleicht kann ich das doch nicht mit dem Zauber. So. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung für unser kleines Problem gefunden, denn hier auf einer der Holzkisten lag ein weiterer Dietrich. Dann versuche ich diese Truhe mal eben zu öffnen. Ah, okay. Und ich bin schon wieder in der Kohlenfalle vorbeigelaufen und brenne. Wieso brennst du eigentlich immer? Schloss knacken. Burning Torch! Ah, siehst du, ging nämlich doch. Coolio. Ich muss das nur ein bisschen umgehen. Dekoratives Zweihandschwert. Fett. Oi, nice. Und ein Schädel. Ich nehme ihn einfach mal mit. Ausrüstung. 22 bis 28 Schnitt. Hier ist der Tempeltürschlüssel. Okay. Macht genau dasselbe. Es ist nur dekorativ. Sieht aber genauso aus wie das andere, oder? Ich versuche gerade einen Unterschied festzustellen, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Nö, sieht genauso aus. Aber ich nehme trotzdem das Dekorative, einfach weil es neu ist. Ich muss mal ganz kurz... Alter. Was geht bei dir? Kopfhörer haben gerade so ein bisschen ungemütlich auf meinen Oberkopf gedrückt. Ah ja. Ich chill hier so ein bisschen. Er chillt da so ein bisschen. Obi-Wan, Kenobi. Sieht so geil aus. Mit dem Schild auf dem Rücken. Ja. Na gut, ich komme mal wieder. Ich habe nämlich den Schlüssel gefunden für die Tür. Da können wir nämlich jetzt durch. Boah, wow, das ist komisch. Ja, wir brauchen den Schlüssel nicht. Wir können einfach... Alter! Ja, ich kann den Schlüssel einfach aufschließen. Das hier haben wir einen rostigen Hebel. Der tut aber nichts. Guck dir das an. Der hätte wahrscheinlich das Tor auch geöffnet. Der hätte wahrscheinlich gar nichts gemacht. Klar hätte er. Ah, der macht gar nichts. Feuerpfeil. Ich habe eine Ölflasche gefunden. Das ist cool. So. Well, what's this? I've spotted something interesting. Oh, da ist eine Orange drin. Und ein Giftpfeil. Sehr schön. Gefällt mir. Da ist nichts drin, da ist nichts drin, da ist nichts drin, da ist überall nichts drin. So, warte kurz. Ah, ne, da sollten wir das nicht wegnehmen, dann kommt da wieder Gift hin. Genau. Schön auf die Falle. Wonderbra. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Was ist aber eine Truhe? Alte Stoffkappe mal wieder. Mal wieder, kannst du aufsetzen. Ja, komm, gib her. Und ein Seil. Nein, nicht Tagebuch. Ausrüstung. I think I hear voices downstairs. Das sieht hart beknackt aus. Ja, geht. Es hält sich nur an Grenzen. Ist ganz okay eigentlich. Ja, aber ich finde offene Haare besser. Man konnte doch die Dinger irgendwie ausblenden, oder? Ja, bestimmt irgendwie. Ein Zahn? Nee, den will ich nicht. Ist ja widerlich. Da unten sind die Monster nämlich jetzt. Ah, was gehst du denn schon so weit vor? Jetzt bin ich hier oben im Kampf. Ich hab nicht dran gedacht. Ich hab's doch gerade erst gesagt. Ja, warte. Dann... Man
man konnte doch ins Inventar. Ja, dann drücke R2, genau. Ölfläschchen? Da liegt doch schon Öl auf dem Boden. Ja, aber ich kann es hier hinwerfen, dann stelle ich mich davor. Und dann stellst du dich hinter mich und dann gehen die ganzen Viecher dahin. Das sind aber Magier. Die gehen nicht so weit nach vorne. Und dann werfe ich es hier hin. So einen Meter nach vorne müssen sie kommen. Ja, dann mach. Jetzt gehe ich nach hier und wende meinen Zug. Weil dann müssen sie um die Ecke kommen. Und jetzt kannst du dahin karten. Ah, okay. Ja, ah, ich muss auch erst noch. Obwohl, doch, du hast eine Schriftrolle von des Feuerwalds. Ich glaube, die hatte ich dir gegeben gehabt, oder? Ich glaube, die hatte ich schon. Oder habe ich selber gefunden. Die hattest du schon. Auf jeden Fall kannst du den einen jetzt anzünden. Ja, ich habe aber keine Aktionspunkte mehr. Nee. Bleib ich mal hier stehen. Alles klar. Dann gehe ich mal hier unten hin und bleib auch stehen. Weil jetzt muss der andere nämlich auch nochmal vorkommen. Ja. Jetzt stehen sie beide drin. Jetzt sind beide Öl verschmiert und jetzt mache ich mal. Kannst du den Feuerball draufwerfen? Feuerball. Feuerball. Zack. Tot. Boah, die konnten ja nichts, ne? Taktik und so. Können wir da nicht mehr lang gehen? Ja, jetzt müssen wir kurz warten, bis es weg ist. Hier noch ein Wasserballon. Und ansonsten, was hast du so gemacht heute? Oh, ich habe gerade zwei toten Magier irgendwie in die Luft gesprengt. Ich glaube, das waren Mumien. Ja? Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, das sind irgendwie Mumien von Feuermagiern. Ah, ja. Das ist eigentlich Schwachsinn. Mumien von Feuermagiern. Habe ich irgendwas, um das zu beschleunigen? Hast du noch einen Wasserballon? Leeres Trankfläschchen. Oh, ist okay, ist weg. Okay. Habe ich meine Schriftrolle gleich wieder gekriegt? This seems to be broken. This seems to be broken. Was? Ist nicht wahr. This seems to be broken. Ja, ja, ist kaputt, weiß ich doch. Gucken wir mal hier unten lang. Was ist das? Ein Knochenhaufen. Ups. Klick. Das ist ja gar interessant. Klick, sagt der Schalter auf dem Boden. Klick. Ja, wir müssen gleichzeitig drauf. Weißt du? Nee, müssen wir nicht. Ja, wir können irgendwas draufstellen. Wir können uns auch einfach gleichzeitig drauf kommen jetzt. Nee, können wir nicht. Boah, ich kann so weit werfen, Alter. Wenn du jetzt nicht runtergehst, dann geht die wieder zu. Siehst du das? Weiß ich doch. Ah, ja. Das brauchst du nicht mitnehmen. Ich will das ja da drauf werfen. Mach doch, was du willst. Ja, ne? Wie viele Pfeile sind denn da? Krank. Ich nehme einfach mal... This seems to be broken. Ach, wirklich. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt einfach erstmal Krams auf und wenn wir irgendwas mega geiles finden, dann können wir das ja dann schon ausrüsten und ansonsten teilen wir das dann in der Stadt dann auf. Nee. Du kriegst mein Zeug nicht. Da hat wohl jemand seine Tage. Gar nicht. Schweres Rätsel. Super Speicher. Oh, jetzt kommt der Boss, ne? Ja. Habe ich noch irgendwas Cooles? Schriftrolle der Wiederbelebung. Oder Liebesgranate. Wird aber, glaube ich, auf Untote nicht so viel wirken. Können wir ein Stück Käse essen. Mittlere Intelligenztrank, Spezial plus 2 Intelligenz. Dauer 3 Runden. Kannst du mir geben? Aktion. So. Habe ich eigentlich irgendwas, was ich dir geben kann? Du gibst mir ständig Sachen. Ich habe Schriftrolle des Feuerballs, habe ich hier noch eine. Bam, hast du. Ja, nice. Ja, nice. Grabtrunken, Giftfläschchen. Rucksack. Ich habe einen Rucksack. Giftfläschchen könnte ich werfen, fallen lassen, werfen, halten, untersuchen. Kann ich das irgendwie... Was? Typ zu... So, nein. Was willst du machen? Ich wollte mir das eventuell in die Aktionsleiste legen, aber ich... Ja, dann musst du rausgehen und dann in der Aktionsleiste Y zuweisen. Musst du im Inventar. Aha, cool. Pack ich mir das Giftfläschchen mal dahin, dann brauche ich nicht im Inventar suchen.
Ja, habe ich auch noch eins. Noch so und drunter so eine Pflanze. Backe Kuchen. Sich Muscheln. Wenn du auf den linken Stick drückst, kannst du es auch sortieren, ne? Ja. Nach Typ am besten. Nach nutzlos, nach Waffe. Ich habe hier einen Hammer. Was kann der denn? 11 bis 16 Wucht. Was hat deiner denn? Ich glaube, du hast eine Keule oder so, ne? Ich habe ein Schwert. Hab ich doch gesagt. 11 bis 16 Schnitt. Ansonsten genau gleich, aber ja, Banane. Komm, den packen wir. Banane. Auf ihn mit Gebrüll und so. Der labert ja ein bisschen. Ja, er labert ein bisschen. Oh. Guten Abend. Ja, komm, wir stellen uns direkt vor ihn. A living rat dares disturb the slumber of the dead. A thieving fool insults the sanctity of the grave. The bloodstone defiler, where is it? Wie der auch einfach Zornfried heißt. Zornfried. Wer seid ihr? Wer seid ihr in denn life, überhaupt? I toil to care for these holy grounds. In death, I protect them from profaners and poachers. The legacy of Cyseal is mine to preserve. Her traitors are mine to destroy. Ja, da draußen liegen so ein paar komische Gestalten rum, ey. Wer sind die überhaupt? Strange indeed. Robed indeed. Your tricks will not save you from retribution, deceiver. The Bloodstone, deliver it now and I may deign to end you quickly. Bloodstone, isn't this? I suppose you only crept among these sacred tombs for leisure. I suppose you had no lust for the treasure of the dead. Ha! Ha! Run if you like, Defiler. Whichever way you take leads you to the grave. Ein Kampf bricht aus. Wunderschön. Oh mein Gott. Du fängst an, dann ist Thornfried dran und dann komme ich erst. Oh Gott. Ich fange an. Ich habe mich schon, weil ich es ja wusste, habe ich mich schon mal hier hingestellt, damit ich diesen Bogenschützen hier gleich mal richtig in die Fresse schlagen kann. Ja, ich denke, ich werde auch den mittleren erstmal ignorieren und zu dem rechten Bogenschützen dashen. Zack. Lech so ist er. So läuft der Hase. Und jetzt mache ich noch eine fette Faust auf den da. Bam. Bam. Von oben. Ah, und jetzt liegt er erstmal auf dem Boden. So. Ah, okay, gut. Gut. Dann kann ich jetzt nämlich schön gechillt... Mr. Armbreath. Miss Armbreath. Den hier anschauen. Bam. Bam. Und dann könnte... Könntest du ihn nochmal hauen, oder? Ja, oder das kannst du auch tun. Ja, aber der steht jetzt nämlich wieder auf und wir sind ein bisschen gebufft. Ah, der fällt gleich wieder zum Boden. Nee, doch nicht. Schade. Aber das hat deutlich viel mehr Schaden gemacht. Ah, ich hau den einfach. Ja, so. Down. Komm ich an dich noch ran? Nicht genügend Aktionspunkte. Okay, dann stelle ich mich mal... Am besten nicht in den Kreis. Vater. Ja. Na? Oh, jetzt hat er... Okay, er hat verfehlt. Da musst du aufpassen, wenn du den Rücken zukehrst, dann macht er so einen Präventivschlaf. Ja, habe ich gerade nicht dran gedacht. Tut mich sorry. Ah, die lädt noch auf. Mist. Schade. Nee. Ja, so ein Feuerball ist eigentlich übertrieben jetzt noch. Ja, komm, hauen wir ihn einfach kaputt. Ja, so viel hat er jetzt auch nicht mehr. Hau ihn einfach, wenn ich treffen würde. Schade. Aktionen habe ich gerade nicht mehr. Also Pam. Boah. Ja, wie gesagt. Ja, so voll immer. Ich weiß, warum ich die Ritter mag. Die hauen ordentlich rein. Wenn du jetzt triffst, müsste er eigentlich weg sein. Ja, na, logisch treffe ich. Fiery Blood. Sag wunderbar. Death never dies. Ach ja, den müssen wir zweimal besiegen. Ja? Death in a thousand forms. Oh, stimmt, wir sind noch im Kampf. Ah ja. Den Geist. Stimmt, ja. Na gut. Der kann aber auch nichts. Ich hoffe mal. Nee. Kann nix. Kannst du nochmal? Ja, nee. Ich brauche 4 Aktionspunkte zum Schlagen. Ah, okay. Ja, ich kann auch einfach zuhauen. Natürlich. Aber du triffst nicht. Nochmal. Ja, so. Sehr schön. Was liegt so. Da jetzt? Ein Wasserballon. Kleiner Heiltrank. Den kannst du nehmen. Achso, ja genau, sowas können wir auch machen. Ja, nice. Den Luftstab. Hölzerner Luftstab, den nehme ich mal.
Ja, lass ihn einfach liegen. Lass ich ihn liegen, dann nehme ich... Okay, ich wollte eigentlich nur einen Heiltrank. Und den Schlüssel nehme ich auch mal, so. Ja, kannst du ruhig nehmen, die Heiltränke. Wollte... Ja, aber jetzt habe ich drei. Ja, ist doch okay. Ich habe, glaube ich, auch noch welche. Einen habe ich. Sag mal, warte, zwei. Na gut. Pass doch. Was hast du denn? Ich hab nix. Kann das Schwert eigentlich irgendwas? Konnte man nicht so ein... 33 bis 42. Hey. Ja, nice. Ja, fett. Me likey. Konnte man nicht irgendwie so eine Sekundärwaffe einstellen oder sowas? Ging das? Nee. Ja, das ging. Das ging auf jeden Fall. Ja klar, so habe ich doch dann in dem einen Spielstand, wo wir ein bisschen weitergekommen sind, da habe ich mir dann irgendwann auf irgendeinem Level halt Bogenkunst oder wie das heißt, beigebracht. Ja, ja, ist die Frage. Und dann hatte ich als Zweitwaffe einen Bogen, mit dem ich ab und zu geschossen habe. Ist nur die Frage, wie das geht. Ist die Frage. Sind wir nicht schon mal ein Level aufgestiegen? Nee. Nö. Fehlt noch ein bisschen was. Was war hier noch? Ach, Tagebuch. Ja, gut. Ich heile mich einfach mal kurz. So. Dass ich mal wieder voll bin. In dem Kampf haben wir zwar genau gar nichts verloren, aber sicher ist sicher. Jo, und dann Kanix hat Schlüssel für... Von... Oh. Hast du es gelesen? Sorry, ich hab's gerade wieder weggedrückt. Da steht, dass du dir den Schlüssel mit Hilfe von Magie aus meiner Tasche genommen hast. Achso, ja, weil du dir den aufgehoben hast. Ja. Ja. Na gut. Weil hier sind die besoffenen Wachen, ne? Ja. Ja. Tag. Hold it right there, Orc Scum! Orc-Gesocks. No one slips past the Legion unchallenged. Calm down, Junius. Doesn't look like one of them orcs to me. Not a single orc in sight, you know. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Sithil. Quellenjäger, wir sind beruflich hier. Hier sind unsere Befehle. So, you're sorcerers, are you? And how are we supposed to verify that's true? We can't read, my friend. Nope. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a two-bedroom birdcage. They don't prove a thing. Okay. You know what? We'll take you two to the wizard. I know he reads. He has books large as a house, that one. Yeah, he'll squeeze the truth out of you, one way or another. Wir sind nicht die Druiden, die sie suchen. Der Zauberer sagt ihr, klingt gut. Ich brauche keine Eskorte. I don't need an escort, especially not a drunken one. Back off or face me. Ja, du willst aber jetzt nicht gegen zwei Betrunkene kämpfen, so, ne? Die fick ich auseinander, Mann. Alter, das darfst du hier nicht sagen. Klar darf ich das. Okay. Are you mad? You'd kill legionnaires. Let's just go to the wizard peacefully. Gehen jetzt wirklich so sprechen argumentieren. Ja, ich könnte jetzt weiter widersprechen, aber ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht die Lust, jetzt gegen die zu kämpfen. Also stimme ich dir jetzt einfach zu. Alright, we'll do it your way. Gut. Kevin, aber irgendwann werden wir das auch nochmal mit Absicht machen, dass wir uns widersprechen, weil dann kommen wir nämlich zu einem ganz lustigen Minispiel. Richtig. Das ist dann, wenn man sich nicht einer Meinung sein will, also ich hätte jetzt nochmal gegen argumentieren können oder ihn bedrohen können und so weiter und dann hätte er nochmal die Möglichkeit gehabt, entweder mir auch dann zuzustimmen oder nochmal dagegen zu halten mit irgendeinem Argument und dann wären wir nämlich im Unentschieden gewesen und dann hätten wir eine Partie Xing-Shang-Chong spielen müssen, wer von uns beiden dann sich durchsetzt und wessen Aktionen wir dann durchführen. Ja, richtig. Finde ich auch ganz lustig. Und da gewinne ich ja immer. Xing-Shang-Chong. Was? Da gewinne ich ja immer. Xing-Shang-Chong. Ja, natürlich. Also 4 von 5 Runden habe ich gewonnen, aber macht ja nichts. Blaupilz. Blaupilze. Blaupilz bleibt Blaupilz und Blaukraut bleibt Blaukraut. Brautkleid. Klaubraut. Klaubraut und Blaupilz bleibt rot. Ein hölzerner Wasserstab. Oh, Wasserstab. Gönn dir mal. Danke dir. Und 2 Stämme, die nehme ich mit. Holz kann ich immer gebrauchen. Damit kann ich meinen Bizeps trainieren.
könnte ich eigentlich mal. Der brennt nämlich mein Bizeps. Warte mal kurz. Ah, habe ich gar nicht trainiert, ne? Gespeichert. Achso. Also automatisch. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall wieder gleichzeitig hier hingehen. Ja. Und der Kampf, der uns erwartet, den begegnen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ha, wie könnte es anders sein? Natürlich immer dann, wenn es am spannendsten ist, damit ihr auch ja wieder einschaltet, liebe Leute. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.